Neuzugang im Elektroangebot am österreichischen Markt, die MIA ist da. Das Fahrzeug wurde bereits 2008 von der Firma Hullier auf dem Pariser Autosalon vorgestellt. Mittlerweile steht hinter MIA ein chinesisch-koreanisches Konsortium. Der asiatische Markt gilt auch als Hoffnungsträger Nummer 1 für MIA. Auch hierzulande will man die 24 PS starke MIA unters Volk bringen. Urbane Einsätze für gewerbliche und private Kunden stehen im Vordergrund. Das Besondere an der MIA liegt im Raumkonzept. Bei lediglich 2,87 Meter Länge, ein Smart misst 2,69 Meter, werden drei Sitzplätze angeboten, wobei vorn ein mittiger Fahrersitz angeordnet ist und hinten zwei Plätze nebeneinander vorhanden sind. Links und rechts erfolgt der Zustieg über Schiebetüren, die weit ins Dach und die Bodenplatte hineinreichen. Das Ladevolumen ist mit 260 Liter recht beachtlich. Laut Importeur kommt der neueste Modelljahrgang zudem mit variablen Rücksitzen zur Laderaumerweiterung. Die MIA ist auch als auf 3,19 Meter verlängerte MIA L mit 4 Sitzplätzen und 420 Liter Ladevolumen erhältlich. Außerdem gibt es Versionen speziell für gewerbliche Nutzung mit nur dem Fahrersitz, aber umso größerem Laderaum. Zur Serienausstattung zählen unter anderem ABS, Zentralverriegelung, Fahrerairbag und Alufelgen. Das Fahren mit der MIA macht Spaß, wobei die MIA nicht nur wie ein Minibus aussieht, sondern sich irgendwie auch so fährt. Luftiges Raumgefühl, die originelle Sitzplatzaufteilung und die Wendigkeit sind klare Pluspunkte. Sportliche Fahreigenschaften darf man natürlich nicht erwarten. Verbesserungswürdig ist die Heizungs- und Belüftungsanlage, vor allem beschlagene Scheiben und tiefe Außentemperaturen machen der Anlage zu schaffen. Die Reichweitenanzeige des Testfahrzeuges, das mit der optionalen 12 Kilowattstunden Batterie ausgerüstet war, zeigt ja nach der Vollladung 118 Kilometer. Oftmaliges Ausnutzen des Power-Modus verkürzt die Reichweite im Fahrbetrieb deutlich. Der Power-Modus ist jedoch in vielen Situationen durchaus notwendig, vor allem bei Beladung und an Steigungen. Der Tankvorgang an der normalen Haushaltssteckdose läuft problemlos ab. Nach 5 Stunden ist die Lithium-Eisenphosphat-Batterie vollgetankt. Der Hersteller gibt übrigens ca. 2000 Ladezyklen an. Laut Berechnung des Importeurs betragen die Stromkosten auf 100 Kilometer lediglich 1,50 Euro. Niedrige Haltungskosten hinsichtlich Wartung und Versicherung sollen ebenfalls überzeugen. Wie steht es um Kaufpreis und Förderungen? Im gewerblichen Bereich ist es so, dass es ab 17.500 Euro netto anfängt. Im Privaten ist es zwischen 20.000 und 27.000. Förderungen gibt es reichlich. In Wien alleine fürs Gewerbe für Klein- und Mittelbetriebe 10.000 Euro. Im niederösterreichischen sogenannten E-Pendler-Bereich gibt es für Private um die 9.000 Euro. Da sollte man sich schon holen. In naher Zukunft soll es übrigens eine Version mit Brennstoffzelle als Range Extender geben. Somit soll eine Reichweite von 300 Kilometer möglich sein, womit die Forderung von Taxiunternehmen nach mehr Reichweite erfüllt und die Aussicht auf größere Verbreitung der MIA realistisch wäre.